Hallo Gartenfreunde, heute reden wir über die Pflanze, die mal wieder im Hintergrund steht. Oder die auf dem lustigen Bild auf meinem Fernseher auch zu sehen ist. Es ist die Yucca-Palme, ihr kennt sie schon. Und es geht wie immer los nach dem Intro. Viele glauben ja, dass die Yucca-Palme tatsächlich eine Palme ist. Was aber nicht stimmt. Die Yucca-Palme ist ein Agavengewächs, ähnlich wie der Drachenbaum. Und ist einfach keine Palme. Wächst ja auch so ein bisschen palmartig, aber ist definitiv keine Palme. Die Yucca-Palme ist einer der Klassiker unter den Zimmerpflanzen bzw. Topfpflanzen bzw. Grünpflanzen. Vor langer Zeit hat die Yucca-Palme bereits ihren Weg in unsere Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder in unsere Wohnungen gemacht und ist eigentlich nicht mehr aus Wohnungen wegzudenken. Warum die Yucca-Palme so populär ist, das erzähle ich euch erst am Ende des Videos. Vom Namen der Yucca-Palme lässt sich schon ihre Herkunft ableiten. Yucca, Yucatan, Mexiko, und da spare ich mir eben jetzt mal eine Breaking Bad Anspielung. Ja, in Teilen von Mexiko ist es wirklich warm und trocken und daran orientiert sich mal wieder der Standort bzw. das Gießverhalten, was mir hier anbieten soll. Aber erst zeige ich, wie die Yucca-Palme so im Großen und Ganzen ausschaut. Ja, da sieht man jetzt die Yucca-Palme. Das ist ja Yucca filamentosa. Die meine ich natürlich nicht. Vielleicht mache ich mal über die Yucca filamentosa ein eigenes Video, aber dieses Mal geht es eben um die Yucca-Palme fürs Zimmer. Und man sieht hier, ja, die Yucca-Palme hat einen Scheinstamm, der auch relativ dick ist. Und der Wuchs ist ganz typisch. Die Yucca-Palme wächst palmartig, ist aber keine Palme, wie ich schon geklärt habe, und stößt eben ganz typisch untere, ältere Blätter auch mal gerne ab. Am Ende dieses Scheinstammes bildet die Yucca-Palme einen schönen Blattschopf mit schwertförmigen, in der Regel dunkelblättrigen, leicht glänzenden Blättern. Dann, was ich noch zeigen will, ist eben ihr Austriebsverhalten. Man sieht jetzt hier unten dort mal wieder einen Austrieb der Yucca-Palme, und das macht sie ja nicht regelmäßig. Das ist eben auch das Besondere bei der Yucca-Palme: wenn man die hier oben abschneidet oder hier abschneidet, dann treibt die eben wieder aus so Seitenknospen aus. Aber dazu auch später mehr bei der Vermehrung bzw. bei der weiteren Pflege. Wie schon gesagt, der Naturstandort ist mal wieder maßgeblich für den Standort in der Wohnung. Und zwar soll der Standort sehr hell bis sonnig sein. Wenn es zu dunkel für die Yucca-Palme ist, dann werden die Blätter relativ gelb und hell und auch weich und verlieren so auch an der wirklichen Schönheit. Die Pflanze vergeilt sozusagen. Geil. Im Sommer kann man die Yucca-Palme ganz gut rausstellen, aber erst nach dem Eisheiligen. Und zwar ist die letzte Eisheilige die kalte Sophia, das ist wohl der 15. Mai, und im Volksmund gibt es einen lustigen Spruch: die kalte Sophie macht alles hi, und erst danach kann man sie wirklich rausstellen, weil schon frostempfindlich ist so. In Mexiko gibt es halt keine Fröste. Vielleicht in der Wüste, aber da wächst sowieso nichts. Und zwar dieses Exemplar steht eigentlich im Sommer immer auf einer Südterrasse, wo es wirklich drauf knallt und heiß und warm ist und auch vollkommen sonnig ist, und da fühlt sie sich dann wirklich auch super wohl und wächst auch sehr zügig, muss man dazu sagen. Ja, das mit dem Gießen ist so eine Sache, man muss da auch mal wieder ein gewisses Geschick beweisen. Weil eben die Yucca-Palme aus Mexiko kommt, braucht sie eher so ein bisschen weniger Wasser. Stets in der Wohnung sollte man eher mäßig gießen, nie zu viel gießen wegen Fäulnis und so. Im Winter wird die Yucca-Palme ganz wenig gegossen, fast gar nicht. Man muss da einfach auch den grünen Daumen beweisen, mal in die Erde fühlen und schauen, wie sich das so verhält. Selbst im Sommer kann mal die Erde komplett austrocknen, solange es nur so 2-3 cm sind. Steht die Yucca-Palme draußen, dann kann aber reichlich gegossen werden, weil es ja dann heiß ist und sonnig und die Pflanze sehr gut verdunsten kann, und da kann man wirklich mal dann viel gießen. Und düngen tut man die Yucca-Palme eben nur in der Wachstumsphase, und zwar am besten alle 3 Wochen mit einem Kakteen- oder Grundpflanzendünger. Die Vermehrung bei der Yucca-Palme ist auch recht cool. Wenn die mal so groß wird, ja, das Exemplar ist da jetzt noch nicht so weit, dann schneidet man da oben einfach nur den Schopf weg und
die Pflanze treibt eben aus so versteckten Seitenknospen wieder aus. Die Pflanze ist dann eingekürzt und also nicht mehr so groß. Diese Sache kann dann auch mit der Vermehrung kombiniert werden. Man nimmt dann dieses Stammstück bzw. diesen Schopf und steckt ihn in Erde und der bewurzelt in der Regel dann ganz gut. Ansonsten ist die Juckepalme relativ pflegeleicht. Das ist auch der Grund, warum sie ihren Siegeszug in unsere Wohnungen gehabt hat. Es ist eine absolut anspruchslose Zimmerpflanze und wurde somit ein Klassiker in unseren Wohnungen. Ja, die Juckepalme, eine wirklich super klassische Zimmerpflanze, absolut anspruchslos und eigentlich eine Zimmerpflanze für jedermann. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Social Media Zeugs und so, die letzten beiden Videos, abonnieren, bis nächste Woche, habt eine schöne Zeit und tschaußen.